Hi Leute, heute eine Übung zur Sprintkraft. Vor allem die Beinmuskulatur wird heute trainiert. Und schaut einfach mal hin. Für die Übung benötigen wir 8 Hütchen. Die stellen wir zu 2 gleich großen Rechtecken auf, welche dann auch gleich weit voneinander entfernt sind, sodass das dann so aussieht wie im Video. Die Ausgangsposition sieht wie folgt aus. Wir gehen in die Knie, halten die Beinmuskulatur auf Spannung und machen die seitlichen Steps. Das machen wir immer zur linken Seite. Beinmuskulatur wird beansprucht, dann kommt der Sprint nach vorne. Nach den Sidesteps kommt die Richtungsänderung mit dem Sprint rechts diagonal hoch zum anderen Hütchen. Nochmal im Video, seitliches Steps, Sprint nach oben und das geht dann immer so weit, sodass man am Ende der Übung dreimal gesprintet ist und dreimal die seitlichen Steps gemacht hat. Hier sieht man das nochmal ganz schön, seitliche Steps, Sprint, Side Steps, Sprint nach oben, dann haben wir immer die Richtungsänderung dabei. Die Beinmuskulatur wird viel beansprucht, sodass am Ende, wenn man die Übung 4-5 Mal wiederholt hat, die Beinmuskulatur gut trainiert wurde, gut beansprucht wurde und womöglich am Ende auch ein bisschen brennt, aber das ist okay. So sieht man, dass man einen Effekt hat. Zum Ende noch ein kleiner Tipp, ihr könnt die Übung variieren, indem ihr nicht von rechts startet, sondern von links, dann habt ihr eine andere Richtung, sodass ihr am Ende auch keine Disbalance in der Beinmuskulatur habt.